So, ein herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play Phänomen, die Stadt Xi'an. Es ist ein kleines Wimmelbildspiel. Gut, was heißt klein? Ja, ich denke mal, das wird schon etwas ausführlicher sein. Ich lasse mich mal überraschen. Das Spiel hatte durchaus gute Bewertungen. Die kleine Nadine ist auch mit dabei. Ne? Mhm. Ich bin dabei. Sie wird mir dabei helfen, Objekte noch weiter zu sehen. So. Ich starte einfach mal direkt durch. Entspannt, Überspringen und Tipp werden schnell aufgeladen, aktive Bereiche glitzern. Experte, Überspringen und Tipp werden langsam aufgeladen, aktive Bereiche werden nicht hervorgehoben. Was nehmen wir? Entspannt oder Experte? Du bist gleich das Schwere, Maria. Ich bin so wahnsinnig. Das ist immer so eine Sache. Ja, soll ich oder soll ich nicht? Ja. Was meinst du, Experte oder entspannt? Okay, dann auf eigene Gefahr. Auf eigene Gefahr, Experte. Wir können ja hinterher nochmal neu starten und entspannt machen, wenn es durchaus zu schwer sein sollte. Okay. Eve Dip had taken great risks in carrying out her experiment. Even fear for her young daughter wasn't enough to stop her. The time was right, she was going to rely on Xi'an City's ancient pendant to protect her. Das war gerade unlogisch, oder? Die Kette war noch in ihren Händen und dann ist es ihr um Hals gewesen. Ja, die Seele wird rausgenommen oder abgenommen oder keine Ahnung. Ja, die Musik ist gerade noch ein bisschen laut hier. Ich höre dich da noch unheimlich schwer. Ich habe gesagt, ja. Die Seele wird rausgenommen. Shortly after her 25th birthday, Monica received an anonymous letter. Your parents are still alive and are in need of your help. Go find them in Xi'an City. Could it be true that my mother is actually alive? In any event, nothing can stop me from finding out. Möchtest du das Spiel erklärt bekommen? Ja, das wollen wir. Klicke auf den Mann, um ihn zu sprechen. Klicke auf den alten Mann. Ja, das machen wir jetzt gleich. Ich will mal kurz in die Musik runterstellen, da ich dich sonst zu schwer höre. So. Hörst du mich jetzt besser? Ja, klar. Ich hoffe jetzt auch. Ich bin mir nicht gerade sicher, ob man bei der Aufnahme meinen Mauszeiger hier sieht. Ich bin mir nicht gerade sicher. Ich habe es eigentlich in DX Tutorial eingestellt, dass mein Mauszeiger mit aufgenommen werden soll. Aber trotzdem sicher bin ich mir da nicht. Klicke auf das Tagebuch, um wichtige Notizen zu lesen. Es leuchtet bei neuen Einträgen auf. Okay. Über Bereichen, die du nach nützlichen durchsuchen kannst, erscheint ein Lupenzeiger. Klicke auf die Blume und reiße die Blütenblätter ab. Blütenblätter ab, mein Gott. So, nehmen wir mal mit. Ah. Alles mitgenommen. Drei Blütenblätter. Du bist sehr leise. Wie, ich bin sehr leise? Wieso bin ich sehr leise? Kann nicht sein. Ich bin laut genug. Warte mal. Warte. Ah, jetzt bist du wieder laut. Okay. Oh, ich dachte schon. Der Navigationszeiger erscheint, wenn du einen anderen Bereich wechseln kannst. Okay, fahr zur Brücke. Gucken wir aber jetzt hier noch. Wenn du nicht weiter weißt, kannst du einen Tipp finden, aber er muss sich erst wieder aufladen, bevor er du ihn neu kennst. Dies ist eine Karte der Stadt. Deine Ziele werden in der unteren Rechte angezeigt. Wir gehen zeigen auf Ziele, um sie anzuzeigen. Das ist eigentlich alles selbsterklärend, finde ich. Sprich mit dem alten Mann, das machen wir gleich. Gucken wir uns mal die Karte an. Das ist die Karte hier. Eieiei. Wir sind hier und das müssen wir. Ach du heilige Scheiße. Ja gut, dann gucken wir uns. Sprechen wir mal mit dem alten Mann mal.
Das Blöde ist, wenn du mit dem alten Mann jetzt sprichst, sehe ich immer noch die Karte. Ja. Jemand ist gekommen, endlich. Seit dem Unglück trifft man kaum noch jemanden. Oh, das ist so schlechter Empfang von dir. Ich höre dich die ganze Zeit nur abgehackt. Ja, dann warte mal kurz. But the disaster has left its mark on everyone. There was some kind of explosion, wasn't there? Did you see it happen? I saw it from a distance, but the light was so bright that my eyes were damaged anyway. Please, help me by preparing a curative potion for them. You'll find all of the flowers and berries for it growing right around here. Okay, I'll go look for them. I'm going to need a container. Alter, Mann sieht ja auch schon grausig aus. Mhm. So, wir müssen also für ihn einen Heiltrank herstellen. Und die ganzen Blütenblätter und den ganzen Scheiß finden wir alles hier. Die ersten Blütenblätter haben wir ja schon. Hier können wir was drücken. Ah. Geht da unten. Na. Wir sollen die restlichen suchen, ne? Genau. Die verlassene Stadt. Video abspielen. Ah, wir können uns hier die ganzen Videos nochmal alle angucken. Brauchen wir aber nicht. Ziele. Bereite den Heiltrank zu. So, hier finden wir aber anscheinend nichts mehr. Ne, hier sehe ich. Ah, warte mal, hier kann. Da. Ist das Gefäß? Ist ein Gefäß? Kessel? Steck mal da rein, können wir dann. Oh, hier. Oh. Ne, okay. Ne, sonst haben wir hier jetzt gerade nichts. Gut, gehen wir mal zur Brücke. Kannst du mit einem Bereich interagieren, verwandelt sich der Mauszeiger in ein Zahnrad. Klicke auf einen Inventargegenstand und dann auf den Bereich, in den du ihn verwenden möchtest. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Diese sieht wie eine Quelle aus, doch der Teil, durch das, den das Wasser fließt, ist nicht vorhanden. Jetzt hörst du dich doppelt gemoppelt und dann auch nochmal abgehackt an. So, well. Keine Ahnung. Finde den Schlüssel des Brückenschlosses. Ja. Wo können wir jetzt? Vielleicht Blüten in den Topf reinmachen. Das könnte man versuchen. Nee. Geht nicht. Okay. Okay, okay, okay. Da haben wir eine Vase. Ein Krug. Kann man nicht. Ah, da ist sogar ein Seil. Guck mal, an der Brücke, da ist ein Seil. Wo ist ein Seil? Ich sehe hier kein Seil. An der Seite. Oh, das ist da kein Seil. Ich sehe hier gerade kein Seil, aber okay. Hier gerade sonst nichts, was wir machen könnten. Mechanismus. Ne, das meine ich. Ach, warte, wir haben doch hier den Krug. Genau, der Krug gehört da oben rein. Ich kann das Bild vervollständigen, wenn ich die Blöcke drehe. Okay. So. Hm. Wir müssen das Bild vervollständigen. So, so, dann so. Ah. Das war unser erstes Rätsel. Ja. Ja, ich hatte dich doppelt und abgehackt, wie schon gesagt. Ja, ich würde es gerne. So, nimm mal das Wasser mit. Kessel. Dann die Blüten. Ja, denke ich mir auch rein. Zack. Jetzt noch die Beeren rein. Oh, was sind das für eine hässliche Brühe? Sieht ja lecker aus. Nee. Oh. So, dann nehmen wir mal das hier. Ah. Er kann wieder sehen. Thank you. I'm able to see a little. Ah, jetzt sind die Augen ja normal. Ja. Ah, it looks as though you are the girl with the pendant. Oh, das hört sich schlimm an, wenn du abgehackt bist.
I'll do my best. But where should I go now? Do I need to cross the bridge? Yes, over the bridge. Na, wie er sagen, ist die hübsche Frau geworden, die Kleine. You're going to need to find something amongst my things first. And while I'm able to see a bit, I'll go and bring something back to you that you might find interesting. Okay. Müssen wir jetzt Sachen suchen. Fahr zur Brücke. Nein, hier Riegel. Aha. Was ist denn eigentlich neben der Bank da? Da ich ist nichts. Leider nicht angucken. Da geht nichts, ne? Wir brauchen jetzt nur hier den Brückenschlüssel. Was noch erzählt? Bequere die Brücke, betritt die Stadt. Jetzt haben wir ja den Brückenschlüssel. Mhm. Den Schlüssel verwenden wir auch mal hier direkt. Mhm. Das sind ja noch relativ einfache Rätsel. Ich warte ja noch drauf, dass das erste Wimmelbild hier erscheint. Diese Tafel hat eine seltsame Form. Gewiss kann man hier etwas einsetzen. Diese Wache ist unbewaffnet. Da haben wir ein Schwert. Ja, das wollte ich gerade sagen, aber weil bei dir ist es ja schon alles voraus. Bei mir kommt es ja nach und nach erstmal alles abgehackt. Ja. Wir haben auch noch was gefunden. Oh, was ist das denn? Das Licht ist ein schwacher Umriss zu erkennen. Er muss mit irgendeiner Substanz sichtbarer gemacht werden. Spiegel? Nein. Säbel? Da, oh. Bei, vor dem Licht. Den Spiegel vielleicht. Nee. Gut, kann ich jetzt so nichts machen. Komme ich nie wieder raus? Ach da, okay. Können wir jetzt so nichts machen. Gewiss kann man hier was anderes, das haben wir ja schon. Hm. Ich geh mal wieder noch irgendwas? Zum Stadttor, Spiegel. Spiegel auf der Tür? Ne, okay. Ach, warte mal. Die Wache ist unbewaffnet. Diese Wache ist unbewaffnet. Ja, ich habe ein Schwert und könnte sie damit bewaffnen. Diese Wache ist unbewaffnet. Ah, okay. Oh, bitte was? Okay. Das Relief ähnelt ein Gesicht ohne Nase. Was müssen wir da machen? Warte, ich benutze mal einen Tipp. Toll. Hier runter. Ach, da ist ein Speer gewesen. Den hat keine Sau gesehen wahrscheinlich. Ein Speer können wir jetzt bestimmt auf diese Wache hier verwenden. Okay, ein Sack. Mit einer Nase. Aha. Diese Nase können wir dann hier. Scheiße. Sollst du Hilfe beim Rätsel benötigen, klicke auf den. Ja, kennen wir schon. Drücke auf Start, ändere die 8 zu 6. Betätige den Dreiecksknopf und lege den rechten roten Schalter um. Start. Ändere die 8 zur 6, wo ist sie? So. Betätige den dreieckigen Knopf. Lege den roten Schalter um. Wo ist denn der rote Schalter? Warte. Ach, da! Nun. Da ist der rote Schalter. Ändere die 1 zur 9. Da. Drücke den grünen Knopf. Dort, ne, da, den hier. Ach du heilige Scheiße. Weil wie gut das uns alles angezeigt wird. Sonst würde ich auch voll nicht durchblicken. Drehen, schwarz. Bei mir hängt. Was? Bei mir sieht es so aus, als würde es bei dir hängen.
Nee, bei mir hängt nichts. Bei mir bewegt sich gar nichts. Okay, muss ich... So, stell die Digitaluhr auf 0. Ah. Bei mir steht sie immer noch auf 22. Ja, da muss ja eben kurz warten ja noch, weil die aktualisiert ja. Schiebe den weißen Regler in die An-Position. Okay, habe ich. Beweg... Mein Gott, ey. Da würde auch keine Sau durchblicken hier. Bewegen den schwarzen Schiebelregler nach rechts. Das hört sich komisch an, wie du redest. Warte mal, den schwarzen... Da, da ist er. Bringe den Messzeiger in den grünen Bereich. Wo ist denn der Messzeiger? Messzeiger, da. Habe ich. Stell das Messgerät auf 300. So. Oh, geil. Wo ist denn der Messzeiger? Da. So, haben wir auch. Bringe den Messzeiger in den roten Bereich. Welchen Mess... Ach, da, den hier. Lege den blauen Schalter um. Ach da, den da, ne? Jo. Drücke den leuchtenden Knopf. Den da? Ah, okay.